So, meine Lieben, wir verabschieden uns jetzt hier von der FarmCon. Wir fahren jetzt gleich los. Wir werden noch 6,5 Stunden gut unterwegs sein. Vielleicht zwischendurch noch mal eine Pause, weil ich muss auf jeden Fall noch was essen. Aber ich würde sagen, als Fazit, das war ein großartiges Event, Michael. Das kann man absolut bestätigen. Also, so etwas kann man jedem nur empfehlen, der irgendwo Interesse am Spiel und an den Traktoren in echt hat. Und natürlich auch an der Community rundherum. Das ist tatsächlich so, dass hier fast alle Streamer zu sehen sind. Ne? Also je nachdem, wenn ihr gut findet, könnt ihr auf jeden Fall hier hautnah erleben, Händchen geben, mal einen kurzen Pläuschen halten, die entsprechende Unterschrift einsacken oder sonst irgendwas. Das ist gut. Kriegt Neuigkeiten rund um den Farming Simulator. Was war denn für dich so das Highlight jetzt in den, am Wochenende? Die Werksbesichtigung war zum Beispiel eines der großen Highlights für mich. Und die Neuigkeiten, die man hier rund ums Game erhalten hat, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und in der netten Runde mit den Senioren zusammen hier sein zu dürfen. Ja, das stimmt. Das ist auch nochmal einfach eine Möglichkeit für uns, uns zu treffen, persönlich nochmal auszutauschen. Das war sicherlich auch gut. Ich habe tatsächlich auch einige Highlights, das ist ganz viel. Also eins zu nennen ist, glaube ich, unfair. Deswegen muss ich da mehrere nennen. Also das Real Bale Stacking, also Traktorfahren habe ich schon mal gemacht, das war aber auch cool, aber das Real Bale Stacking und zu sehen, wie einfach das ist, in so einem großen Traktor halt die Ballen durch die Gegend zu fahren, fand ich schon beeindruckend. Dann sage ich ganz ehrlich, für mich eins der Highlights auf der FarmCon tatsächlich das DLC, das Emergency Pack, nicht weil es Feuerwehr ist, das kann man gut finden oder auch nicht, aber weil das so viele Möglichkeiten eröffnet. Liebe Zuschauer, das wird eine Riesenwelle noch geben. Da können Modder einsteigen. Das ist komplett offen. Das, wie gesagt, noch ein ganz, ganz großes Highlight. Und dann möchte ich an der Stelle auch, ich weiß nicht, ob jemand von Deutz zuguckt. Wenn ihr das tut, dann gerne mal einen Kommentar da lassen. Aber vielen Dank an Deutz. Ihr habt euch so ins Zeug gelegt. Jeder, den wir hier angesprochen haben, mega freundlich, mega sympathisch, immer hilfsbereit, egal an welcher Stelle wir jemanden mit einem Deutz-Logo auf der Brust gesehen haben. Das immer war wirklich toll. Genau, ja. Absolut. Ja, und dann haben die auch noch so tolle Metallic-Lackierungen hier auf dem Traktor, wie man so ein bisschen im Hintergrund erkennen kann. Also die passen sich schon in die Zukunft an. Und ich habe übrigens eine Anekdote noch. Die haben einen 6 TTV tatsächlich in Orange im Shop gehabt. Musste ich mir einpacken, werde ich mir ins Streamingzimmer stellen. Also werdet ihr womöglich in der Zukunft da auch nochmal sehen. Aber gehört sich natürlich in Orange. Ganz was Feines. Ne? Jetzt muss man fast sagen, ne, alles was sie immer sagen, die meinen jetzt immer so ein bisschen als frotzelnde Beleidigung, ne, von wegen Kommunaldienste. Gut, dass es die gibt, dadurch gibt es die Geräte auch in Orange. Genau. Ne? Und die Firma Deutz hat sich schon angepasst. Ja, genau, da sind wir. Also die wissen schon ganz genau, dass Hirschfeld Traktoren die Zukunft sind. Kann man schon so sagen. Ne? So ist das. Gut, dann verabschieden wir uns jetzt von der FarmCon, fahren Richtung Heim und es könnte sein, dass es nochmal ein Update-Video gibt. Schauen wir mal. Aber wir sind jetzt erstmal ja, 6,5 Stunden unterwegs. Und liebe Zuschauer, es war mir eine Freude, euch auf dem Laufenden zu halten. Die Kommentare darunter waren toll. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare. Vielen Dank für die Likes, die ihr da gelassen habt. Das hat mir gezeigt, einfach, dass das gut war dieses Format, auch wenn es ungeschnitten war, wenn es hochkant war, wenn es nicht so super professionell immer dahergekommen ist. Aber schön, dass es euch gefallen hat. Daher Dankeschön dafür, Dankeschön an euch. So hat es wirklich Spaß gemacht, noch mehr Spaß. Und dann, mir fällt gerade tatsächlich ein Schirm um, ist ein bisschen windig. So, jetzt aber wirklich bis bald. Dankeschön an dich, Mario, dass du uns hier auch die ganze Zeit informierst und unterhältst. Ja. Oh, gerne. Mache ich gerne. Ja. So, liebe Zuschauer, wir verabschieden uns, steigen jetzt ins Auto und bis später und demnächst. Alles Gute, bye bye und ade.